Ich würde mal sagen, wir gehen auf Mission. Irgendwas wird sich schon noch finden lassen. Keine Ahnung, also. Quartieren, ja, da komme ich doch her. Öffne dich. Hast du noch was für mich, Josephine? Es gibt eine interessante Entwicklung, Inquisitor. Eine Bittschrift der Bürger von Val Royeaux. Was sagen die so? Also das mag ich an dem Spiel überhaupt nicht. Ganz im Ernst. Sie wollen wissen, was Andraste im Nichts zu euch gesagt hat. Sie denken, sie hat mit mir gesprochen? Nicht einmal Liliana weiß, woher das Gerücht kommt. Allerdings könnte es hilfreich sein, diesen Leuten zu antworten. Sagt, ich spreche für sie. Ich habe Andraste nie gesehen. Sagt ihnen gar nichts. Sagt, es war nicht Andraste. Das ist problematisch. Ich habe Andraste nie gesehen. Ja, das war die Heilige. Hochwürden. Es war nicht Andraste, die mich gerettet hat. Nur wenige Leute außerhalb der Himmelsfeste wissen, dass es die göttliche Justinia war, die euch aus dem Nichts befreit hat. Ihr könntet versuchen, den Bürgern von Val sagen, auch wenn sie davon wohl enttäuscht wären. Okay, sagt Andraste, liebe uns alle. Erzählt den Leuten, Andraste hätte gesagt, sie würde immer über uns wachen, während sie an der Seite des Erbauers steht. Ein schöner Gedanke. Wir lassen ihn umgehend in Val Royeaux verkünden. Ist doch was. War ich zwar jetzt nicht so ganz ehrlich, aber war ja auch jetzt nicht so schlimm, oder? Na gut, wir haben die Leute verarscht. So, wo haben wir denn Mission abzuschließen? Da, in Olle. Scheiße, sind da viele dazu gekommen. Der jagdgrüne Draculisk. Achso, Moment. Ich dachte... Irgendwelche Venatori-Aktivitäten? Nein. Wenn meine Spione etwas herausfinden, erfahrt ihr es als Erster. Abgeschlossen. Wir haben den Leben erkunden. Valgamort vor der dunklen Brut beschützen. Inquisitor, die Grauen Wächter haben tapfer und mit großem Geschick gekämpft. Valgamort wurde gerettet und die Wächter hatten nur geringe Verluste. Sie erwarten weitere Befehle. Kommandant Kallen. Ursprung der Angriffe der dunklen Brut. Aha. Den Ursprung müssen wir finden. Inquisitor. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. Allianzen, die Steine geraten ins Rollen. Ich würde ihnen zwar nicht den Rücken zukehren, aber wir konnten einige Vereinbarungen mit den T-Bouts treffen. Ihr ursprünglicher Hass auf die Inquisition war lediglich ein Mittel zum Zweck und sie sind bereit, uns ihre Gunst zu schenken. Josephine. Allianzen, ein Weg in die Zukunft. Ja, dann... Thibault bittet um engere Bande und Zugang zu Handelspartnern, um die traditionellen Blockaden zwischen den gegnerischen Lagern in der Hauptstadt zu umgehen. Einige Häuser haben die Seiten gewechselt, andere ihren gesamten Besitz abgetreten, um der Schande zu entgehen, offiziell jeglichen Status zu verlieren. Ihre Sorge um ihre Einstellung und Bündnisse überwiegt mehr und mehr, jedwede Einwände, die sie gegen die Inquisition gehabt haben mögen. Josephine. Inquisitor. Okay. Ich glaube, hier hatte ich noch eine Quest. Da ist das ja. Ein Amulett für Cole beschaffen. Nachtigall. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich meine Wege zuletzt in denen eurer Spionen mit denen eurer Spione gekreuzt haben. Aber natürlich haben sowohl sie als auch ich die Nacht des Balls von Herzog M gewählt, um seiner Privatsammlung einen Besuch abzustatten. Ich gebe zu, unsere Begegnung wäre um ein Haar äußerst unangenehm verlaufen. Insofern bin ich froh, dass eure Spione die angebrachten Formulierungen noch kennen, die wir uns in den
heiklen Künsten betätigen, verwenden. Und obwohl ich es normalerweise vorziehe, politische Verwicklungen zu vermeiden, wünsche ich der Inquisition nur das Beste bei ihren Bemühungen, in diesen schwierigen Zeiten der Ordnung, die Ordnung wiederherzustellen. Der fragliche Gegenstand gehörte zu den unbedeutenderen Dingen, für die ich mich interessierte, weshalb ich ihn euren Spionen auch gerne überlassen habe. Es freut mich, dass bei dieser Angelegenheit letztlich nichts anderes zu Schaden kam als Herzog Ems Schoßweibern sowie seine Sammlung seltener antivianischer Wasseruhren. Bis zum nächsten Mal, R. Das ist doch gut. Jetzt können wir das den Cole geben. Zurück. Jetzt gebe ich das quasi noch Cole und dann können wir quasi auf Missionen gehen. Scheiße, ich habe vergessen, eine Mission zuzuteilen. Und zwar der Liliana, die hat ja jetzt wieder frei. Ach komm, bitte nicht so lange laden. Ah, geht doch. Okay. Ist das dein Ernst? Die habe ich doch schon gesehen. Die habe ich doch schon gesehen, Mann. Und wo ist Cole? Wie komme ich zu Cole? Ich habe mich wieder verirrt. Shit. Gatzi. Das Ding füllt sich langsam. Wie komme ich nochmal zu Cole? Ich glaube nicht, dass es hier oben war, oder? Nee. Dorian. Roderick, dieser Kirchenbursche in Haven, der uns durch die Berge geführt hat? Was soll mit dem sein? Ich liebe es. Ich nehme an, ihr wisst, dass er tot ist. Hat uns bis zum Lager gebracht und das war's dann. Ein Jammer. Oh, das ist bedauerlich. Ich half ihm beim Gehen. Er hat viel über euch gesprochen. Er musste einfach sicher sein, dass ihr Andrastes Auserwählter seid. Der Gedanke daran, was machte ihm Angst. Aber am Ende glaubte er es und bat mich, euch auszurichten. Es täte ihm leid. Ich danke euch. Danke, dass ihr mir das alles erzählt habt. Ich hielt es für wichtig. Aber wenn ihr wollt, können wir auch über etwas anderes reden. Das wäre alles. Ich sollte gehen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja. Jetzt, wo ich eigentlich hier oben bin, kann ich auch mal kurz mit Liliana reden. Obwohl, ich glaube, die ist jetzt gerade ein bisschen beschäftigt. Nee, die ist ja, die hat ja frei. Inquisitor. Okay. Ah, ich finde die Stimme von der ganz, ganz gut. Die mag ich, die Stimme von Liliana. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Einen schönen Tag noch. Josephine. Ich habe keine Ahnung, wo Cole ist. Jetzt könnte ich quasi noch mit der Sucherin... Komm. Wir waren bei fast jedem. Reden wir auch nochmal mit ihr. Außerdem hat sie nichts zu tun. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, Inquisitor. Das wäre... Spuck's aus. Liliana erhält immer wieder Berichte über besessene Magier und abtrünnige Templer. Doch es gibt niemanden, der dem nachgeht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns damit noch schlimmer wird. Natürlich. Ja, natürlich. Wir können dem nachgehen. Sobald ich von derartigen Vorfällen höre, werde ich die Orte auf der Karte markieren, Inquisitor.
Außerdem würde ich euch gerne begleiten, wenn ihr der Sache auf den Grund geht. Ja, auch bald. Das wäre vorerst ein... Bis zum nächsten Mal. Unerledigte Geschäfte? Ja, nein, natürlich. Ich muss doch nur dieses scheiß Amulett Cole bringen. Wo ist... Diese Feste, die ist einfach so groß. Du suchst dir hier einen Ast ab. Ich glaube nicht, dass das hier ist, oder? Dieser Korypheus ist wie ein Hammer, der alles zerstört. Das Konklave. Hier? Diese ewige Warterei. Türme sind nicht geneigt zu warten. Eilt euch, damit wir ein Glas zerbrechen und anfangen können. Ja. Also gut, finden wir heraus, wo das alles hinführt. Ausgezeichnet. Doch lasst uns zunächst die Voraussetzungen erfüllen. Diese Anweisungen und die ersten und unbedeutendsten werden zeigen, in welche Richtung euer Sturm ziehen wird. Es sind nur kleine Schritte, Inquisitor. Die letzte Ruhe vor dem Sturm. Achso, da. Heira. Die Profession des Assassinen erfordert mehr, als ich bislang gesehen habe. Mehr, als bislang getan wurde. Bringt mich auf den Weg. Ich bin bereit, mit der Ausbildung zu beginnen. Sie ist willens. Doch wird es immer so bleiben? Es gibt Aufgaben, Vorgänge. Wege, den Geist zu lehren. Sie erfordern einfache Abläufe. Erste Schritte. Dann werden wir sehen, zu was sie werden kann. Zeichen des Assassinen-Gildenanführers. Todes... Ja. Ist hier oben, Cole? Bitte sag mir, dass der hier oben ist. Ich hab da... Mann, lass mich durch. Du warst gar nicht so schlimm. Der richtig gute Laune. Sie hat mich nicht mal angeschrien, als mir die Kelle runtergefallen ist. Was zum Teufel? Wo bin ich hier? Ich sollte hier nicht sein. Nein, nein. Ich wollte es zwar nicht nach... Wo ist der Mann? Okay. Selbst die Karte hat keinen Plan. Geht's hier hoch? Sie sind beinahe endlos. Hier könnte ich eine ganze Armee unterbringen. In der Tat. Okay. Ach so, das ist das, was ich da eingesammelt habe. Ah. Jetzt klingelt es langsam so ein bisschen. Zack, da, 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 da. Wo ist Cole? Cole the Mole. Karls Bericht. Der ist ja schon fertig. Ich komme hier einfach nicht zu Potter. Das ist nicht Cole. Cole, Cole, Cole. Wo bist du nur? Inquisitor? Da. Ah, stimmt, genau. Der war ja gegenüber von Kallen. Da war ja was. Da war ja was. Hätte ich beinahe vergessen. Hätte ich fast hier gesagt. Ich halte mich schon wieder viel zu lange mit Nichtigkeiten auf, fällt mir gerade mal auf. Duck, du. Duck, du. Hallo, Cole. Ihn die Angst nahm. Ich werde nicht zu viel nehmen. Ich bin nicht wie er. Cole das Amulett übergeben.
Ich habe das Amulett gefunden, von dem uns Solus erzählt hat. Möchtet ihr es anlegen? Haha. Cole suchen.